dann gehen wir jetzt in die dritte Liga Fußball. Genau, und dort schauen wir auf den Neuling, auf die SG Sonnenhof Groß Asbach, im letzten Jahr aufgestiegen in die dritte Liga. Gratulation an den Cheftrainer Rüdiger Rehm, ist ja im Unterland kein Unbekannter. Rüdi, Gratulation, hab da was Tolles aufgebaut. Du und natürlich der Macher Uli Ferber und alle drumherum in Groß Asbach. Und jetzt gibt's was Neues aus Groß Asbach zu vermelden. Was das genau ist, um was es da genau geht, das sehen Sie jetzt in einem kurzen Beitrag. Unsere Chefredakteurin Regina Meyer hat es sich nicht nehmen lassen, im Fautenhau vorbeizuschauen, hat dort nette O-Töne mitgebracht und auch ein paar schöne Bilder. Ich habe versucht, was draus zu machen. In diesem Sinne, jetzt gibt's Neues aus Groß Asbach. Viel Spaß damit. Der neue Drittligist SG Sonnenhof Groß Asbach hat in der vergangenen Woche einen Neuzugang präsentiert, allerdings keinen für den Rasen. Diese schönen Oldtimer der Mechatronik Fahrzeug- und Motorentechnik GmbH aus Bleidelsheim stehen quasi Spalier für eine ganz frische Partnerschaft. Bei der SG freut man sich über einen neuen Namensgeber für das Schmuckkästchen im Fautenhau. Aus der Comtech wird ab sofort die Mechatronik Arena. Ich denke, so ein Wechsel von Arena-Namen ist natürlich auch ein Zeitwechsel, eine Aufbruchstimmung wieder mit dazu. Und ich denke, da passt der Aufstieg in die dritte Liga bestens mit dazu. Wir haben eine tolle Mannschaft, und die natürlich sich die letzten Tage hier das Geheimnis ein bisschen mit eingelebt haben, mit den Oldtimern unterwegs war hier in der Region und natürlich auch die Leidenschaft nicht nur im Fußball gesehen haben, sondern auch die Leidenschaft jetzt für Oldtimer mitentwickelt haben. Die Mannschaft ist also auf den Geschmack gekommen, was Mercedes Oldtimer angeht. Auf die Wartung und Restaurierung dieser Klassiker mit Stern hat sich Mechatronik nämlich spezialisiert. Nun werden die Bleidelsheimer aber auch noch zu Fußballspezialisten mit einem 5-Jahres-Engagement in Groß Asbach. Sie können von einem niedrigen 6-stelligen Betrag ausgehen. Das sind aber nicht nur die Namensrechte, das sind auch noch ein paar andere Sachen da drin, Beteiligung an Veranstaltungen und Ähnliches, sogar ein paar. Also Tribünenkarten natürlich von der SG, die wir auch sehr gerne nehmen und unsere Kunden und unsere Mitarbeiter dann auch zu gegebenem Anlass verteilen. Von daher, es ist ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und deshalb haben wir das Thema auch so angegangen, wie wir es angegangen sind. Na denn, herzlich willkommen in der Mechatronik Arena. Hier wird in der kommenden Saison übrigens auch der VfB Stuttgart 2 in der dritten Liga seine Heimspiele austragen. Und auch das alljährliche Andrea Berg Heimspielkonzert findet in den nächsten Jahren also unter einem glänzenden Mechatronik-Stern statt. Zum einen ist für uns natürlich auch eine Planungssicherheit. Der Vertrag geht ja über 5 Jahre. Und für die Arena natürlich auch ganz wichtig als Veranstaltungsstätte und auch als Heimspielstätte von der SG Sonnenhof und vom VfB 2. Und wir versprechen uns natürlich auch eine gegenseitige Befruchtung in dem Sinne, dass man sich immer weiter verbessern kann und wir die gleichen Werte teilen. Zwar einmal im Sport, einmal im Bereich Automobile, aber es sind trotzdem die gleichen Werte, mit denen wir gemeinsam in die Zukunft gehen. Welche Werte das genau sind, das erklärt uns der Mann, der die SG Sonnenhof zum ambitionierten Drittligisten gemacht hat. Das Schlusswort gehört dem Macher von Asbach, Uli Ferber. Fußball ist Leidenschaft. Oldtimer sind Leidenschaft dazu, Motorsport allgemein gehört eigentlich auch irgendwo mit dazu. Und das Ganze, denke ich, passt hier super rein. Ja, und ich denke, wir sind so ein kleines gallisches Dorf hier, Asbach. Wir haben die dritte Liga geschafft. Wir haben mit Sicherheit einen der renommiertesten Partner gefunden in der Oldtimer-Branche mit dazu, wo wir riesig stolz drauf sind. Ja. Und das hier draußen mit zu präsentieren, ich denke, Mechatronik ist ein Name, der jeder Insider weiß, was dahinter steckt. Ja. Aber das Spannende ist, dass es die breite Masse nicht weiß. Und das ist das, was uns stolz macht, so einen renommierten Partner zu haben dazu, wo dann auch das Interesse dahinter steht, das Interessante, das Geheimnisvolle dahinter ist. Und wenn man dann sieht, was da drin steckt, das ist dann so wie bei unseren Fußballern. Es steckt mehr drin, als das, was man erwartet. Ja. Und das ist eine tolle Geschichte. Ich denke, da hat man eine super Zeit die nächsten 5 Jahre und da auch mit Sicherheit viel, viel Spaß dabei haben. Gratulation an die SG Sonnenhof Groß Asbach zum neuen Arena-Namensgeber. Schöne Geschichte, bin ja selber auch großer Fan von alten Mercedes-Fahrzeugen, hab daheim auch einen stehen, also finde ich eine gute Entscheidung. Und ich werde mir die Mechatronik Arena dann in der kommenden Saison sicherlich das eine oder andere Mal auch noch genau anschauen.